Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zur weiteren Ausgabe von GTA San Andreas. Ja, heute werden wir in das Area 51 einbrechen und einen auf Geheimagenten machen. Someone must have a lot of faith in your skill, Carrier Boy. Hail, fellow. Well met. Namaste. Peace. Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. Elegance does not even touch it. Hey, Truth, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! Du zufühl, dass du dir Zutritt zum Area 69 Forschungslabor verschaffst und ihm das schwarze Projekt bringst, an dem dort gearbeitet wird. Der einfachste Weg in den Area 69 Bunkerkomplex führt durch die gepanzerte Tür. Begib dich zum Kontrollturm, um sie zu öffnen. Scheinwerfer versuchen das Gelände, beobachte ihre Bewegungen und plane ihre Route. Wenn du zu lange im Scheinwerfer liegt bleibst, blablabla. Die Panzertür werden verriegelt und du musst einen anderen Weg hineinfinden. Jetzt patrouillieren noch einige Soldaten auf dem Gelände, das Thermosekret. Du kannst heimlich an den Patrouillen vorbeischleichen oder auf den Kontrollturm steigen und sie mit dem Präzisionsgewehr ausschalten. Vorsichtig eindringen, ohne entdeckt zu werden. Ich habe auch so eine schöne Brille zur Hilfe bekommen. Oh, das ist noch PS2-Grafik. Oh, sehr schön, haben die anderen aber nicht gehört, ne? Wäre aber schön peinlich. Wenn ich jetzt gleich von der ersten Wache entdeckt worden wäre. Mann, wenn ich jetzt schieße, kriegen das die anderen mit oder? Ich hoffe nicht, dass die es mitbekommen. Haben sie nicht, okay. Boah, war das knapp. Das war sehr knapp. Jetzt mal lieber auf deinen Instinkt gehört. Ausschalten, der könnte uns Probleme bereiten. Ja toll, ich werde abgeknallt, wenn ich rüberfliege, aber der fliegt doch oder was? Einen Scheinwerfer kann ich ausschalten, um entdeckt zu werden. Thank you.
komisch, die auf dem Turm haben nicht gefrühstückt, die sterben ziemlich schnell. So, ganz schnell Knöpfchen drücken, dann weg hier. So. Ab durch die Türen, ab durch die Hecke. So. Hat er mich ganz gut erwischt. Verarschen jetzt die Tür wieder zu. Jetzt ist die Tür zu, ganz glaube ich, möglich. Ich bin gleich da. Was? Wollt ihr mich verarschen? Was für ein Mist. Komm schon. Alter, war das knapp. Und ich habe nicht mehr ewig Zeit. Ich habe auch 3 Minuten Zeit, mach die Sonne auf und dann ist hier Schichtenschacht. So, Knöpfchen. Raus hier. Ganz schnell durch den Haupteingang, wunderbar. Durchquere das Area 69, begib dich zum Forschungslabor und dort erhältst du Zutritt zum schwarzen Projekt. In der Anlage sind mehrere Militärpatrouillen unterwegs. Im Kontrollraum kannst du einige der externen Verteidigungsanlagen von Area 69 aktivieren. Ey, ich bin reingeschlichen, trotzdem ist hier großer Alarm oder was? Das ist scheiße. Trotz Schleichen sind weg werden. Super. Schlaf gut. Ich glaube, hier oben gab es irgendwo eine Minigun, oder? Ja, da sehe ich doch schon eine Minigun. Sehr schön. Sehr gut, bleib liegen. Nehmen Sie sich allen auf. Tonight's menu is posted in
machen wir das mal. Wir können ja doch ein paar Sachen deaktivieren, nicht wahr? Ja, die sind immerhin wichtig, damit wir dann besser fliegen können. Genau, die Tür können natürlich auch mal laufen. Es ist Glaskeule, das hat mich doch geballert. Wow, scheiße. Bleib liegen. Kommen die ganzen Idioten an. Fuck. Boah, Alter. Ich hab so ein Minigun. Ich wollte spielen, dann spiel ich gerne mit. Danke sehr, Keule. Was? Ich will nur spielen. Keine Zeugen. Gerade eigentlich theoretisch müssen wir ja eigentlich noch hier so ein paar Sachen deaktivieren. Die Autoraketen, sonst haben wir nachher schlechte Karten, wenn wir abhauen wollen. Oh, wo können wir das nochmal deaktivieren? Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz auf den Hauptgang laufen. Ah ja. Nee, da komme ich zum Schacht. Moment. Da muss ich lang laufen. Ah ja. Ich guck mal ganz schnell, weil hier irgendwo muss man das deaktivieren können. Jetzt sagst du, habe ich gleich ein paar richtig dicke Probleme. Das wollen wir ja nicht. So. Herz, wunderbar, da kann man sich heilen, wunderbar. Runter. Ja, es geht doch. Und kugelsichere Weste. Gut, brauche ich gerade nicht, weil es noch vollkommen intakt. Gehe ich noch auf, genau. Nichtsdestotrotz muss ich vorher noch die Lenkraketen-Dinger deaktivieren, sonst habe ich gleich ein großes Problem. Also dies wird natürlich auch nicht auf der Karte markiert, wo sich das befindet. Also ich muss jetzt selber gucken, wo sich das befinden könnte. Eine kugelsichere Weste, sehr schön. Da ist es. So, Karte von San Andreas, genau, das ist Los Santos, San Piero und so. Genau. Sehr schön, hier sind überall ein paar Teile, die ein bisschen heller markiert sind, ja. So, wo haben wir stehen geblieben? Genau, deaktivieren.
Die Sam-Abschlussvorrichtung. So. Jetzt haben wir die aktiviert. Jetzt nichts wie zum Jetpack und dann haben wir hier ab. Richtung, oder? Nee. Bitte ballern wir uns den Weg frei. So, schön tot noch. Die haben alle gerade keinen Bock, verstehe. Ja, ich mach's gut gespawnt. Sehr schön, da fallen sie alle runter. Schenkelklopfer. Was mit dir? Redest du wenigstens mit mir? Du willst nicht reden? Dann stirb. Der neue schwarze Projekt, hinter. Ja, fliegen wir raus. Sehr schön. Sehr schnell, wenn wir hier auf dem Boden sind und rennen, das Ding aktiviert haben, dann sind wir sogar noch einen Ticken schneller. Moment. Schade, schade, hat nicht ganz funktioniert. Jetpack, eines der coolsten Dinge, die es hier in GTA San Andreas gibt. Die es jemals in GTA gegeben hat und geben wird. Lal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 a. Der Truth, ich bin gleich da. Ja, dann sind wir halt übel viel schneller unterwegs, wenn wir halt rennen und gleichzeitig noch Jetpack aktiviert haben. Das ist cool. Mal kurz noch mal kurz angucken. Ja, das sieht doch schick aus. Hallöchen, Truth. Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out. Have a nice trip, dude. Hey, wait a minute. Was it too much to ask to get a lift in the town? Scheint so, wir sind jetzt hier gestrandet, beziehungsweise am hier Motorrad rumstehen. Wunderbar. Und Fallschirm, das kann man ja alles mal gebrauchen. So, weg hier. Ja, Easter Basin, darf ich das Ding abliefern? Ja, mache ich ein anderes Mal. Carl, it's me, the Truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around.
geil. So, das ist die letzte Mission vom Flughafen sein, dann sind wir damit auch durch. Der grüne Schleim! Damn, where is this fool? Whoa, shit! Hey, man, look out! Oh. The new age begins here! Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Geil. So, landen wir mal auf dem Zug und schlau und wir landen jetzt auf dem Zug und klauen uns den grünen Schleim. Yeah. Dann wollen wir mal. Ganz tief entspannt, ganz tief entspannt. Ui, ich hab meinen Spaß dabei. Hey, ich kann mein Haus von hier oben sehen. Was sogar die Wahrheit, was sogar der Wahrheit entspricht, der nicht wohnt da unten irgendwo. Hab mir ja letzten Part hier ein schönes Häuschen hier gekauft. Die Kiste ist leer, was ist mit der anderen? Klaro. Bleib liegen. Scheiß die Wand an. Wow. Wir haben einen Panzer. So. Diese Kiste ist leer. Es ist die letzte. Natürlich. Es ist immer die letzte Kiste. Oh, Scheiße. Aua! Hau ab! Okay. Go, go, Power Ranger! Wir schaffen das. Da ist er. Bring den grünen Glipper zu The Truth, na klar. Truth, ich habe ja da einen grünen Glipper, was auch immer das Ding sein soll. Könnte vielleicht Flopper sein. Jedenfalls bin ich schade, dass das dann in nachfolgenden GTA-Teilen nicht wieder aufgegriffen wird. Tschüss, ich bin hier. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh. Everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is...
Yeah, see you around. Sehr schön, uns gehört dieses Unternehmen wunderbar. Einkünfte bis zu 10.000, das ist wirklich stark, das ist herrlich. Da kriegen wir noch mal ein bisschen Kleingeld von The Truth, wunderbar. Also ich dachte, der Kauf für den Flughafen noch vollkommen gelohnt. So, meine Lieben, da würde ich mal sagen, wir sind jetzt im nächsten Part wieder. Wenn ihr uns in das Nachtleben von Last Ventura stürzen müsst, dann würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.